Fünf Gastronomen, fünf Küchenstile, von Bistro bis Brauhaus, von gut bürgerlich bis mediterran. Doch nicht alle Mönchengladbacher sind in Feierlaune. Jetzt sind wir hier nicht auf dem Kindergeburtstag, sondern das ist ein Wettbewerb. Und dann kommen die Sachen auf den Tisch. Ich bin der Meinung, das war so, wie ich das immer mache. Also halt perfekt. Bei mir bist du bei einer Tendenz von 1. Auf Platz 1 will Dini heute mit gehobener Mittelmeerküche. So, die Kollegen, die sind schon da, die sitzen, die schauen sich um. Und das Muskat, das führt heute das Rennen. Das, was ich erwartet habe, ist nicht da. Es ist eigentlich viel Säure da. Ich hatte aber ein bisschen das Problem bei den Gambas. Da habe ich das Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen drüber sind. Oh, Scheiße. Der Trüffel mit dem Trüffelöl macht leider keinen Sinn. Da ist was abgeschissen.